Neues und Altbewährtes heute in Unterwegs in Salzburg. Apfelradeln und Puffesen, Mehlspeisen wie von Oma in der Altstadt. Vintage und Besonderheiten mit Geschichte im Norntal. Und hippe Secondhand-Schnäppchen in der Linzergasse. Was gibt's Neues in der Salzburger Altstadt? Begleiten Sie mich auf meinem Trip. Den bestreite ich natürlich mit dem O-Bus, denn hier am Messeparkplatz in Salzburg steht mein Auto gut. Um 15 Euro kann hier ein Auto einen Tag lang parken. Und dieses Ticket lässt sich am Automaten in eine O-Bus-Fahrkarte umwandeln. In ein Tagesticket für bis zu 5 Stadtbesucher. Beim Messeparkplatz geht's los. Gut 10 Minuten, dann bin ich im Zentrum. Ich kann es kaum erwarten, denn ich werde 3 Orte abklappern, an denen Altbewährtes hochgeschätzt wird oder auch immer wieder neu entdeckt. Ich steige an der Haltestelle Hannuschplatz aus und genieße es, wieder einmal durch die Altstadt zu spazieren. Mein ganz persönliches Highlight ist der Residenzplatz. Und mein Tipp Nummer 1 an Neuheiten in der Altstadt ist hier gleich um die Ecke. In der Chiemseegasse im Kaiviertel gibt es seit wenigen Monaten das Kaffeehaus bei Hotel Melanie. Hier sind alle richtig, die Mehlspeisen wie bei Oma lieben. In diesen Räumlichkeiten war früher das Café 220 Grad. Jetzt ist ein neuer, gemütlicher Treffpunkt entstanden. Und was hier auf den Tisch kommt, ist einfach und besonders gleichermaßen. Apfelradeln, Puffesen, Buchteln und. Die Rezepte kommen großteils von den Großmüttern oder auch von Bekannten und Freunden mit alten Rezepten. Die bringen uns dann die Rezepte vorbei und wir versuchen, die dann auch umzusetzen. Für uns war wichtig, ein Angebot zu gestalten, was die Leute nicht überall kriegen. Also die Speisen, was wir haben, gibt es bei uns meistens am Kirchtag oder bei Familienfeiern, bei Buffesen und Buchteln und so. Das ist jetzt nicht alltäglich. Und es war uns wichtig, dass man das ein bisschen in die Stadt reinbringt, dass auch alle was davon haben. Das Team hier im Kaffeehaus in der Chiemseegasse ist spürbar mit Leidenschaft und viel Liebe zum Detail am Werk. Dabei hatten Melanie Nitzelnader und ihr Mann die Suche nach einer passenden Örtlichkeit eigentlich schon aufgegeben. Wir haben schon länger was gesucht, eigentlich mittlerweile schon 6 Jahre. Haben uns auch schon einige Lokale angeschaut, es war nie irgendwie ganz passend für uns. Und dann haben wir in der Zeitung gelesen, dass das Café frei wird und haben da einfach mal angerufen. Haben eigentlich schon aufgegeben gehabt, haben gesagt, wir machen es nicht mehr. Und dann ist ein Monat später haben wir das entdeckt. Was für ein Glück für alle, die ein bodenständiges Mehlspeisenangebot lieben. Ich habe mich heute vorneweg belohnt. Also jetzt ein kleiner Fußmarsch. Ein kleiner, aber feiner in Richtung Norntal. Kaigasse, Nonnbergstiege. Und hier auf Höhe des Stiftes Nonnberg die Aussicht genießen. Am Ende des Erhard-Gässchens, am Fuße des Festungsberges, finde ich einen Platz mit vielen Hinguckern. Zeitgeist, Vintage und Design. Hier finden Liebhaber oder auch Menschen, die es noch werden wollen, Möbel, Geschirr, Lampen und Dekoration aus den 50er, 60er und 70er Jahren. Stefan Podloger hat damit seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und bereitet in den ehemaligen Geschäftsräumen des Elektrikbetriebes seines Vaters seine Fundstücke mit viel Hingabe auf. Ich bin schon mit 12 Jahren am Flohmarkt meiner Eltern in Matze durch die Gänge geschlendert und habe gestöbert und habe damals schon kleine bäuerliche Sachen gekauft, die ich heute nicht mehr habe, aber einfach Dinge gekauft, die ich später teurer weiterverkauft habe. Ich habe in weiterer Folge dann Bauernkästen auch abgelaugt, Biedermeier-Möbeln herrestaurieren lassen, von weiß Gott wo geholt und reparieren und restaurieren lassen und das alles hergerichtet und wieder weiterverkauft. Und das hat sich in den letzten, ich sag mal, 25 Jahren eigentlich ein bisschen in Richtung dieses erst am Anfang 70er Jahre Design, das war anfangs modern, dann ist es 60er, 50er geworden.
Hat sich das ein bisschen weiterentwickelt und geschärft? Immer noch findet Podlogar manchmal Schätze auf Flohmärkten oder aber auch bei Versteigerungen oder Hausauflösungen. Es fühlt sich sehr oft wie Schatztauchen an in Wirklichkeit. Man kommt in einen Haushalt rein, in einen Kontext rein, wo die Dinge manchmal furchtbar ausschauen und entdeckt dann eigentlich in den Kästen, in den Vitrinen, hinter Sofas irgendwo Lampen, Möbel, Tische, Kasteln, kleine Dinge, große Dinge. Ich gehe immer mehrmals durch die Häuser durch, weil es einfach so ist, dass man auf den ersten Blick gar nicht alles erkennen kann. Natürlich bleibt einmal das ein oder andere Teil bei uns oder es darf auch wieder dafür anderes gehen. Das ist ja auch schön, also wenn man nicht immer gleich eingerichtet ist, sondern sich einfach wieder neue Sachen holen kann. Meine Frau bremst mich dann manchmal ein bisschen und sagt, jetzt steht ein bisschen zu viel rum, es darf wieder was gehen und dann kommen wieder 5 Teile ins Geschäft und 3 andere Teile dürfen wieder durchgetauscht werden. Also manches bleibt noch. Wieder zurück im aktuellen Jahrhundert finde ich die nächste Obus-Haltestelle in der Petersbrunnstraße. Auf meiner Suche nach Altem und Neuem in Salzburg geht's jetzt auf die andere Seite der Altstadt. Nächster Halt, Markertplatz, Schwarzstraße. Hier gibt es seit kurzem einen zweiten Humana Second-Hand-Laden. Vor einem Jahr ist bereits in der Linzergasse einer eröffnet worden. Hier in der Schwarzstraße findet man viele Vintage- und Trendteile, aber auch alles, was man an Basics so braucht. Diese Schätze hier kommen größtenteils aus Altkleidercontainern, aber nicht nur. Am Rainer etc. bringen immer wieder mal Spenden auch direkt in den Shop, werden dann auch hier aussortiert und weiter, sage ich mal, verwendet. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel Stücke, die wir zurück in unser Sortierwerk schicken, aufbewahren und zum Beispiel, wenn die kleine Löcher haben etc., da auch retour geschickt werden. Das heißt, wir schauen, dass wir auch Upcycling-Projekte mittlerweile starten mit Schneidereien und Co. Und die Stücke, die gar nicht mehr verwendet werden, werden als Putzlappen, Stofftier, Füllmaterial etc. verwendet. Die perfekte Verwertung. Und das ist wohl wichtiger denn je. Wer mit Kleidung bewusst umgeht, kann damit viel Gutes für unseren Planeten bewirken. Bei der Nachhaltigkeit ist es wichtig, im Allgemeinen zu schauen, gerade bei Kleidung, dass man da viel, viel mehr einfach Sachen wiederverwendet. Vintage Secondhand ist natürlich ein guter Ansatz da, weil man einfach Stücke, zum Beispiel eine Jeanshose, braucht ca. 7000 Liter Wasser nur für die Produktion. Dann natürlich Chemikalien, die die Umwelt belasten. Und das fällt natürlich im Secondhand-Teil komplett weg. Was dem Verein als Gewinn bleibt, fließt 1:1 in Spendenprojekte nach Afrika und Asien. Da werden Gesundheitsprojekte, Ausbildungsprojekte, das steht ganz an der höchsten Stufe, sage ich mal, dass man eben Schulen baut, Schulprojekte, Lehrerausbildungen und so weiter und so fort. Altes neu entdeckt. Das habe ich heute auf verschiedenste Weise. Und der Obus bringt mich jetzt entspannt zurück zum Park and Ride, Messeparkplatz. Ein Besuch der Stadt Salzburg ist immer eine gute Idee und mit dem Obus absolut stressfrei und man ist immer eine Nasenlänge voraus. Bis zum nächsten Mal bei Unterwegs in Salzburg.